Forscher aus Großbritannien haben eine Methode entdeckt, um ein Edelmetall aus Abwasser zurückzugewinnen, und zwar Palladiumbromid. Das Edelmetall wird für die Herstellung von Abgassystemen und Katalysatoren verwendet. Anfang des Jahres war es so gefragt bei Autobauern, dass das Gold und Platin an Wert überstieg. Chemiker der Loughborough-Universität nutzten bei Laborexperimenten einen Pilz, um das Metall aus Abwasser zurückzugewinnen, die für eine katalysatorische Wirkung in anderen Industrien verwendet werden können. Maria Sodenko aus der Fakultät Chemie-Ingenieurtechnik war daran beteiligt. Wir tun zwei Dinge gleichzeitig. Wir lösen Umweltprobleme und wir stellen hochwertige Produkte her. Wir nehmen uns Schmutzwasser vor oder Industrie- und Laborabwasser. Darin ist viel Palladiumbromid enthalten. Wir haben herausgefunden, dass ein bestimmter Pilztypus Palladium nicht nur aufnehmen, sondern auch in Nanopartikel zerlegen kann. Die Forscher entwickeln derzeit ein Membran aus dem Pilz. Abwasser soll durch einen Zylinder gepumpt werden, in dem das Palladium aufgefangen wird. Analysten gehen davon aus, dass der Bedarf an Palladium weiter steigen wird, vor allem seitdem der Dieselskandal den Trend zum Benziner wieder verstärkt hat.